Also meiner Meinung nach, das Unentschieden ist okay. Normal hat man das Spiel gewinnen müssen von der Chancen her. Schätzeberg war ein starker Gegner, aber ich war ein bisschen enttäuscht von dem Gesehen. Ich habe mehr erwartet. Bei uns haben auch einige gefehlt. Die zwei Stürmer, der Michael Abel und der Patuan Schachin. Das hat man vom Platz gemerkt, nicht viel gemerkt. Die anderen haben ihre Sache gut gemacht und wie gesagt, ein Punkt hat uns gereicht. Und jetzt gehen wir in die Relegation, schauen wir weiter. Natürlich nicht zufrieden. Erstmal Glückwunsch nach Unterroth. Wir haben uns natürlich mehr erwartet, mehr errechnet. Es hat nicht geklappt. Unabhängig davon bin ich stolz auf unsere Truppe. Wir haben
speziell in der zweiten Halbserie fantastische Leistung abgerufen. Heute nicht ganz. Wir sind halt eine junge Truppe. Wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen dazulernen, unabhängig davon. Es geht im nächsten Jahr weiter.